So, wir machen hier wieder einen Arrestoversuch, und zwar mit einem trockenen Schwamm. Wir brauchen Gas. Vorsichtshalber notieren ungefähr 30 Milliliter. Das ist ein bisschen laut. Und auch nicht. Oh. Unerwartetes Ergebnis. Es war heute schon anders. Man sieht eindeutig spiralförmige Verbrennung am Schwamm. Ich habe es heute schon ein paar Mal probiert. Da hatte der Schwamm eigentlich keine Arrestbewegung. Bin jetzt erstaunt.